Helene Fischer, Freund von Florian Silbereisen, packt über Trennung aus. Knappe zwei Monate ist es nun her, dass sich Helene Fischer und Florian Silbereisen trennten. Eines der bekanntesten Promi-Paare war damit Geschichte. Nun kommen immer mehr Infos zur Trennung des Jahres ans Licht. Nachdem bereits klar war, dass Helene Fischer mit Florian Seidel einen neuen Mann an ihrer Seite hat, wird nun natürlich darüber spekuliert, wie es mit Florian Silbereisen liebestechnisch weitergeht. Bekannter von Helene Fischer und Florian Silbereisen packt aus. Gegenüber der Bunten hat nun ein enger Freund von Florian Silbereisen ausgepackt. Kindermusikstar Rolf Zuckowski spricht ganz offen über die Beziehung des Schlagertraumpaares. Ich fand dieses Paar exzeptionell, berichtet Zuckowski. So fragte er sich häufig, wie halten die das aus? Dermaßen im Blitzlicht zu leben und keinen Schritt mehr machen zu können, ohne dass man beobachtet wird. Ich habe immer gedacht, wie kann man das aushalten? Und dass das auf Dauer nicht gut geht, liegt leider in der Luft. Hatten Helene Fischer und Florian Silbereisen zu wenig Zeit? Da stellt sich natürlich rasch noch ein anderes Problem ein. Das der gemeinsamen Zeit. Ich weiß nicht, wie viel private Zeit sie überhaupt miteinander hatten. Ich kann mir vorstellen, dass es wenig war, vielleicht auch zu wenig, so Zuckowski. Rolf Zuckowski war nicht sehr eng mit Helene Fischer. Zu Helene Fischer sei seine Beziehung aber nie so eng gewesen, wie zu Silbereisen, stellt Zuckowski in dem Interview klar. Er ist einer der zuverlässigsten Menschen, die ich im Showgeschäft kenne. Seine Art, sich vorzubereiten auf Sendungen, mit Künstlern umzugehen, ist vorbildlich. Kenne ich wirklich keinen, der es besser macht. Und er ist ja auch noch ein sehr guter Musiker, hat mit seinem Schlagertrio Club 3 riesige Erfolge. Und Helene Fischer ist natürlich eine grandiose Sängerin. Dass sie meine Weihnachtsbäckerei gesungen hat, war das ganz große Geschenk. Helene habe ich hinter den Kulissen nie gut kennengelernt. Man sagt sich freundlich guten Tag und dadurch, dass sie mit Florian zusammen war, haben wir uns ab und zu gesehen, weil ich in seinen Sendungen ab und zu mal auftauche. Aber ihn kenne ich viel besser. Ich habe großen Respekt vor ihm.